Hallo und vorweihnachtliche Grüße aus Movie Seekers Adventskalender, heute mit Türchen Nummer 14 und einer anderen Sitcom, die ich sehr gern mag, nämlich Sybil. Ja, die Verpackung ist ein bisschen ungewohnt, das ist tatsächlich die erste Disc hier der ersten Staffel, aus der auch die Folge kommt, die ich empfehlen möchte. Die ist in einer Art Zigarettenkarton, wo alle Folgen so verpackt sind. Ja, ist ganz nett. Ich wollte nicht die ganze Box hier die ganze Zeit halten, die ist doch recht schwer und habe mich auf die erste Disc der ersten Staffel beschränkt. Hier ist eine frühe Folge in der ersten Staffel, die ich empfehlen möchte, denn Sybil Shepherd spielt ja auch mit ihrem Image in dieser Folge. Sie spielt eine ein bisschen glücklose Schauspielerin in Hollywood, die nicht nur sich mit ihren beiden Ex-Männern und ihrer halsstarrigen bzw. sehr eigenwilligen Tochter herumschlagen muss, und natürlich ihre älteren Tochter, die schon ein Kind hat, sondern sie hat auch das Problem, dass sie langsam in das Alter kommt, wo man vom mittleren Alter sprechen kann. Und man weiß ja so aus Hollywood, dann ist es schwierig, Rollen zu kriegen. Und das wird sehr stark thematisiert. Nicht nur ihr fortschreitendes Alter, sondern auch ihre Schwierigkeit, Rollen zu kriegen. Und die Art mit Herablassung, wo wie in Hollywood auch mit dem Ganzen umgegangen wird, wenn es um Schauspielerinnen und ihre Rolle im Business geht. Das klingt jetzt alles ziemlich ernst, ist aber wirklich, wirklich witzig. Und die Folge, die ich empfehlen möchte, ist Geliebte Mutter Greisin. Ist, glaube ich, die zweite, dritte Episode der ersten Staffel, die ganz klar illustriert, wie schwierig das für Sybil ist, tatsächlich auch Jobs zu bekommen. Und das wird wirklich witzig verhandelt, wenn sie am Anfang eine Mutterrolle spielen muss und gleich in der ersten Szene des ersten Teils der Serie, die sie dreht, umgebracht wird. Und diese Folge entspinnt sich auch weiter. Die ist als Einführungsfolge tatsächlich auch gut geeignet, weil sie thematisiert Sybils Probleme, Arbeit zu bekommen. Sie thematisiert die doch sehr unähnlich charakterlich gelagerten beiden Ex-Männer von ihr. Und natürlich auch ihre Töchter werden vorgestellt. Ist also eine gute Einführungsfolge. Ist auch wirklich witzig, weil sie das Szenario und natürlich Sybils beste Freundin Marianne so genial vorgestellt von Christine Baranski etabliert und die tolle Chemie der beiden aufleben lässt, die uns natürlich auch durch den Rest der Serie begleiten wird. Eine wirklich witzige und auch sehr sozialkritische Sitcom, die ich wirklich empfehlen kann. Nicht nur diese eine Folge, sondern auch den Rest. Wenn man dieser Hollywood-Thematik, wie ich natürlich sowieso schon zugeneigt ist, ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Bonus, denn viele Plots drehen sich ja auch so ein bisschen um das Filmgeschäft. Also wirklich witzige, tolle Serie aus den 90ern, die, finde ich, von ihrer Spritzigkeit nichts eingebüßt hat und die sich immer noch lohnt, aus meiner Sicht. Das ist meine Empfehlung für das heutige Türchen Nummer 14. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und natürlich keep movie seeking!